einer nächtlichen Kontrolle hat die Verkehrspolizei einen Lenker ohne gültigen Führerschein ertappt. Ein Alkotest wird durchgeführt. Ich sage Ihnen gleich, wenn sich das Karussell lange dreht, dann zeigt es oft was an. Was? Diese Befürchtung, aber wir können Ihnen ja gar keinen Führerschein wegnehmen, weil Sie ja 0,9 Promille. Ja, alles klar. Sie haben zu viel. Weiterfahren ist einmal fix Ende. Nicht nur deswegen, weil es ich kann nichts einmal nach Hause gehen, hat weit. Ja, ja, zu Fuß können Sie nach Hause gehen. Oder mit dem Taxi können Sie fahren. Wirklich? Ja, wirklich. Warum darf ich mein Auto nicht fahren? Weil Sie betrunken sind. Und weil Sie keinen Führerschein haben. Nehmen Sie die Hand aus der Tasche, bitte. Das können Sie drin lassen, aber ich möchte gerne Ihre Hände sehen. Na, voll. Die Tasche mit Schrauben. Ja, ja, womit auch immer. So. Dann nimmt mich nach Hause, wenn ich nichts fahren darf. Na, mit Sicherheit nicht. Wir sind kein Taxiunternehmen. Wir sind dazu da, Ihnen den Führerschein wegzunehmen und Ihnen die Weiterfahrt zu untersagen. Das machen wir. Um andere Leute zu schützen wahrscheinlich. Na, auf jeden Fall. Er ist ja nicht einmal bewusst offensichtlich, dass er was falsch macht. Weder da noch da. Also, glauben Sie, ist ihm das wirklich nicht bewusst? Oder ich glaube, er hat ein Promille. Nicht? Das kommt mir so vor, als ob es am Alkohol liegt. Ich finde es dreist, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Sie wissen, dass Sie nicht alkoholisiert Fahrzeug lenken dürfen, oder? Wissen Sie? Ja, das weiß ich. Und trotzdem sagen Sie, Polizei, wo ist mein Auto? Und dann waren Sie betrunken auch noch. Das finde ich hardcore. Aber ich denke, mir geht nichts an. Ich will mal einen Alkotest machen, gell? Noch einmal, weiter. Ja, richtig. Mist, egal. Es wird wieder straffer. Ab einem Promillegehalt von 0,5 wird Anzeige erstattet und die Weiterfahrt untersagt. Ab 0,8 wird der Führerschein abgenommen. Dieser Wert sind die Milligramm pro Liter Atemluft und mal 2, das haben Sie. Und Sie haben 0,9. Ja, ja, das ist kein Erschrecken, das ist bitterer Ernst jetzt. Ja. Und wie viel die Strafe hat, ja? Ja, da gibt es einen Katalog, ich werde dann nachschauen, wenn Sie möchten. 0,8 bis 1,19 Promille. Sie haben keinen Probeführerschein wahrscheinlich. Sie haben keinen Führerschein. Für Führerscheinbesitzer Klasse B, was Sie gefahren sind, zwischen 800 und 3.700 Euro. Geldstrafe, ein Monat Fahrverbot und ab dem zweiten Verstoß, ich weiß nicht. Ja, dann werden Sie ein Monatsgehalt an uns. Aber das kann man langsam zahlen, oder wie? Ja, das müssen Sie dann mit dem Strafrecht ausmachen, genau. Um Ratenzahlung ersuchen oder so. Wer holt das Auto morgen? Morgen ich. Wie sollen Sie das holen, wenn Sie nicht im Besitz einer Lenkberechtigung sind? Sie dürfen nicht fahren. Sie haben auch keinen Führerschein. Das, meine Frau muss Sie wenn Sie einen hätten, würden wir Ihnen den wegnehmen und Sie hätten ab heute, ab jetzt ein Monat Fahrverbot. Okay? Sie sind betrunken Auto gefahren. Das ist kein Bibelfahrt. Ja, ja, ist egal. Ich fahre nichts heute noch. Ist nicht egal, aber bitte. Egal. Ja. Ich akzeptiere das. Egal heißt für mich. Ich akzeptiere das. Kein Problem. Es ist richtig so zu machen. Aber. Morgen, ich muss zur Arbeit zum Beispiel. Ja, dann müssen Sie mit der BIM fahren. So einfach geht das. Ich fahre sowieso mit der BIM. Sowieso. Oder mit dem Bus oder wie immer. Ist teuer Sie und dürfen so. Kein Fahrzeug lenken. So, was haben Sie getrunken? Wissen Sie das noch? Bier. Wie viel? Ich trinke nichts, aber wenn ich trinke ein oder zwei, ich erinnere mich wirklich nichts. Von einem, ich bin betrunken. Sie können sich nur an das erste und das letzte erinnern. Also, soll ich schreiben, zwei Bier habe ich getrunken? Nein, einer und die zweite habe ich noch nicht fertig, weil die Zeit war vorbei. Eineinhalb Bier. Also ich bringe mit nur zwei Bier nicht ein knappes Promille, bringe ich nicht zusammen. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, aber ich muss mehr getrunken haben? Meines Erachtens nach schon. Ich sage, wenn es zwei Tage nichts isst und 39 Fieber hast und so unterernährt bist grundsätzlich schon, dann wirkt es der Alkohol natürlich anders als beim gestandenen Mannspitz, so wie bei mir. Mit dem Alkohol wächst auch der Mut und die Verrücktheit, das ist klar. Aber ich finde es halt ein bisschen extrem, dass man zur Polizei oder bei der Polizei vorbeigeht und sagt, ich finde mein Auto nicht. Und dann steigt man ein und fährt davon. Und entweder ist man so mutig oder so verrückt, dass man das in Kauf nimmt. Wirklich, ich habe mein Auto gesucht, ohne Spaß. Ich habe nichts vergessen, genommen, Polizei. Ja, ich habe nichts verbrochen, verstehst du? Ja, der Inspektor Zufall hat dazu geschlagen. Der Inspektor Zufall hat zugeschlagen. Nein, weil ich gekommen und gefragt habe. Mein Chef hat mich dort gelassen. Ich wirklich, mein Auto ist abgeklaut neben euch. Ja. Deswegen bin ich dort. Oder wollten Sie erwischt werden? Was auch der Reiz? Ja. Okay. Heiß, ich musste zahlen. Ich wollte zahlen unbedingt. Alles Gute trotzdem, okay? Dankeschön. Kommen Sie gut nach Hause. Bei der Fortsetzung ihres Nachteinsatzes stoßen die Verkehrspolizisten auf der A22 auf zwei verunfallte Fahrzeuge. Sie sind in einer gefährlichen Position abgestellt. Die Beamten unterstützen die beiden schockierten Unfallbeteiligten. In der Leitzentrale folgendes. Der 502 ist einmal eingetroffen
Um 2 Uhr stehen wir auf der A22 Fahrtrichtung Stockerau, ca. 100 Meter vor der Ausfahrt Richtung Prager Straße. Gleich bei der Ausfahrt war viel Autos durcheinander. Es war relativ Stau und ich musste sofort bremsen. Ich habe es rechtzeitig gemacht, niemand da vorne hat es beschädigt, aber der Mann, der hinter mir, der Fahrer, hat das nicht rechtzeitig bemerkt und ja, passiert. Wie war das für Sie? Ist das der erste Unfall? Ja, also ich bin total im Schock. Ich bin gerade von der Arbeit und noch dazu ist eine schlimme Geschichte. Mein Chef ist gerade gestorben, vor 3 Stunden. Aber, gestorben ist er? Ja, aber wurscht, das war nicht mein... ich war sowieso genug bewusst, was da passiert auf der Straße. Wie geht es Ihnen? Ich bin ein bisschen schockiert, dass ich mir da umfällt, wo ich selber schuld bin. Wie ist das passiert? Es war ein Stau, ich habe es zu spät gesehen. Ich bin auf der Seite gefahren, ich habe es zu spät gesehen, wollte noch ausweichen. Und es war leider zu schnell. Ich bin wieder hergefahren. Hab dann noch bremst. Aber verletzt uns nicht? Nein, verletzt nicht. Es ist nur traurig, ein neues Auto. Ich habe das Auto erst gerade vor einem Monat. Vollkasko versichert? Das ist schon, da sind nur 2. Jetzt kommt jetzt ein Autobahnwagen noch, der hat einen Abschlepphaken. Ja. Der wird vorher das zweite Auto, das schaut nämlich fahrunfähig aus. Ja. Okay. So viel kaputt, das geht ja nicht mehr. Bei Ihnen steht auf der Seite keine Teile, die das Rad behindern und nachdem es ja nur Aufprall von hinten war. Ich bin einfach aber momentan also fertig und das Vergnügen hat eine. Ja, dann fahre ich mit Ihrem Auto, ist auch kein Problem. Ja. Dann sind Sie so lieb, setzen Sie nicht aber auf die Beifahrerseite. Ja. Okay. Weil Sie haben keine Warnweste offensichtlich. Ja, genau. Okay, das werden wir nachher klären. Nur, dass Sie nicht da herum spazieren. Okay. Auf die Beifahrerseite, sonst geht es Ihnen gut. Ja, ich schätze mal, ja. Tut Ihnen nichts weh, oder? Sie haben nicht die Angst, dass Sie gleich umkippen? Okay. Na, so dann bitte Platz nehmen und danke, ja. Warte, nimm ich gleich. Ich habe es alles vorbereitet. Ja, dann nehme ich das Ganze. Meine Führerschein ist auch drin. Oder passt. Das reicht mir schon. Danke. Da die Autos in unmittelbarer Nähe zur Autobahnausfahrt stehen, müssen sie so schnell wie möglich von der Unfallstelle entfernt werden. Sind Sie des Abschleppens kundig? Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe es noch nicht gemacht. Sie haben das noch nie gemacht? Gut. Dann werden wir den Kollegen vom Autobahnwagen, der in Kürze kommen wird, ersuchen, ob er ihr Fahrzeug lenkt, ja, von der Autobahn runter. Okay. Jetzt werden sie sicher nervös, auch ein bisschen sehr aufgrund der Umstände. Und wenn sie das noch nie gemacht haben, das ist, glaube ich, keine gute Premiere. Nein, nicht unbedingt. Ja. Das ist das erste Autobahn. Dürfte von Ihnen einmal, oder hat der Kollege schon Führer- und Zulassungsschein eingesammelt? Nein, aber noch nicht eingesammelt. Haben Sie das bei sich oder im Auto? Wenn nicht, bleiben Sie da. Das können wir nachher noch genauso gut machen. Das brauchen wir nicht auf der Autobahn da. Nein, ich hab's gerade noch gehabt. Aber bleibst ganz ruhig. Nein, gehen Sie nur nicht in Richtung Fahrbahn. Nein, das heißt, am Fahrersitz liegt. Oder ja. Ich hab's nicht genau. Bitte? Unfallbericht, ich werde da liegen. Wir machen das alles. Jetzt schauen wir mal, dass wir die Unfallstelle da ein bisschen zusammenrahmen und unten können wir in Ruhe dann alles ausführen. Da helfen wir euch. Okay, danke. Nur, dass jetzt nichts mehr passiert. Okay. Wir werden jetzt den, wer ich lenken, das erste Fahrzeug, weil das nicht fahrenfähig ist. Wir haben mit der Dame, weil sie fühlt sich nicht mehr in der Lage, das Auto wegzubringen. Und der Autobahnwagen unterstützt uns bei der Abschleppung von dem zweiten. Um sich den Traum von einem möglichst individuellen Auto zu erfüllen, scheuen Tuning-Fans keine Kosten und Mühen. Investitionen von mehreren tausend Euro sind da keine Seltenheit. Wie man sieht, der Innenraum war vorher so richtig altmodisch, grau, wie die meisten Autos. Und das finde ich einfach furchtbar. Das taugt mir gar nicht. Deswegen habe ich gleich, circa ein paar Tage nachdem ich es gekauft habe, den kompletten Innenraum alles ausgebaut und schon mal gleich die Kabeln verlegt für die Anlage und dann eben den Innenraum komplett lackiert, schwarz-weiß. Weil ein weißes Auto wollte ich schon immer mal haben. Und jetzt muss der Innenraum natürlich auch dazu passen. Die Sitze, wie gesagt, muss ich noch ledern, schwarz-weiß, weil die sind jetzt blau. Und das passt überhaupt nicht ins Farbkonzept, gar nicht. Und ja, es hat so mit Kleinigkeiten angefangen, wie die Scheiben folieren, das Dach folieren, dass man ein bisschen ein Farbkonzept reinbringt, schwarz-weiß. Und dann ist schon losgegangen mit meinem Tuner. Dann haben wir auch da komplett die Spaltmaße weggecleant.
Also Seitenschweller, Auto, Heckschürze, Frontschürze, das ist alles in einem, so clean wie es nur irgendwie geht. Dann natürlich die größten Felgen, die man nur auf das Auto raufkriegt. 17 Zoll von Barracuda, damit das auch was gleich schaut. Wie ist es eigentlich mit so Folierungen? Da ist ja auch nicht alles erlaubt, oder? Ja, also es gibt verschiedene Dunkelheitsgrade. Ich glaube, jetzt momentan ist es erlaubt, bis zu 5% Lichtdurchlässigkeit. Ja. Ich habe die dunkelste Folie oben, ist aber heutzutage eigentlich überhaupt kein Problem mehr, weil du kriegst bei den Folien jetzt immer das Gutachten gleich mit. Hast überhaupt keinen Stress mit der Polizei. Du musst das halt immer mitführen, das ist wichtig. Weil einfach nur sagen, ja, ich habe ein Gutachten, das reicht nicht. Also wenn du es den Polizisten aushändigst. Es gibt dann auch in den Folien immer so gewisse Prüfnummern, das können Sie mit der Taschenlampe dann sehen. Das vergleichen Sie mit den Gutachten und wenn das alles passt, gibt es überhaupt keine Probleme. Ja. Wie ist es denn eigentlich bei den Mädels? Kommt so ein Auto da gut an oder kommt man mit so einem Auto gut an? Ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel Erfahrung damit gemacht. Es kommt natürlich schon besser an, wenn du ein Mädchen abholst von daheim. Du hast ein richtig schönes Auto, also du kommst mit irgendeiner rostigen Kraxen daher. Aber ich glaube, wenn das Mädchen dich nur mag wegen dem Auto, dann bist du dort sowieso falsch. Habe ich eigentlich bis jetzt noch nicht gehabt. Aber man hat natürlich ein besseres Image, ja, ganz klar. Meinen Eckenspiegel schon gesehen? Hast du lackiert, gell? Ja. Das hat mein Bekannter lackiert. Weil der war nicht schon ein wenig abgerotzt. Gell. Ja, passt. Super zum Lack. Und schau, Ventildeckel ist auch neu. Was hast du neu gemacht? Den Ventildeckel, schau. Ja, der Motorraum ist wie geleckt. Da kann man schon wirklich draus essen. 26 Jahre alt, gell? Was ist bei deinem Auto jetzt so das Besondere? Ui. Alles. Dass es ein Daihatsu ist, das ist, glaube ich, mal der erste Punkt, weil das kein Szenefahrzeug in dem Sinn eigentlich ist, wie ein Golf oder sonstiges, sondern es ist halt wirklich ein Exot. Ja, Dreizylinder mit Turboaufladung, 800 Kilo das Auto. Ja, der Breitbau eigentlich. Ja, Einzigartigkeiten kann man eigentlich jetzt gar nicht so wirklich irgendwas bestimmen. Also, es ist wirklich eines der bekanntesten Showcars in Österreich. Also da sieht man auch vom Motorraum bis zur Karosserie, bis zum Innenraum, Kofferraumausbau, da passt einfach alles hinten und vorne, das hat Hand und Fuß. Aber da hat man auch eine Freundin, die einen da etwas zurückhält. Also die verhindert, dass da zu viel reingesteckt wird, oder? Ja, auch. Außerdem, wir kriegen jetzt dann demnächst Nachwuchs. Jetzt müssen wir wahrscheinlich einmal ein Family-Van herrichten. Ja, der Kindersitz, den müsstest du nämlich auch ledern in Weiß, ja, damit es dazu passt. Jegliche technische Änderung am Fahrzeug muss von einer Prüfstelle genehmigt und in den Typenschein eingetragen werden. Die Tuner sind mit diesem Prozedere genauso vertraut wie mit dem Wissen, dass die Aufmerksamkeit der Polizei mit jedem neuen Umbau steigt. Nach dem Eintreffen des Autobahnwagens werden die beiden in einen Auffahrunfall verwickelten Fahrzeuge von der Autobahn entfernt und an einen sicheren Ort abgestellt. Sowohl der Mann, der den Verkehrsunfall verursacht hat, als auch die unfallbeteiligte Frau stehen weiter unter Schock. Beide sind mit der Situation überfordert. Sollen wir Ihnen helfen, den Unfallbericht ausfüllen? Ich habe es angefangen, aber ich habe noch keine. Für die Leute ist das ein Ausnahmezustand. Für uns ist das tägliche Brot, sage ich einmal. Und wir sind da wahrscheinlich um ein paar Minuten früher fertig und haben dann auch in erster Linie die Unfallstelle geräumt, dass die Autobahn, dass das wieder fließt, dass sich nicht noch wer hinten drauf einreiht und sich wehtut vielleicht im schlimmsten Fall. Und da sind sie auch relativ schnell weg. Da können wir ein bisschen unterstützen und dann werden wir wieder den Streifendienst aufnehmen. Haben Sie die Dame ein bisschen beruhigen können? Ja, ich glaube, da geht es um einen Todesfall vom Fahrzeugbesitzer. Und der hat irgendeine Reise gebucht. Sie wollte das gerade umbuchen und jetzt das. Und jetzt ist es ein bisschen aufgelöst worden. Und dafür sind wir da, dass wir das ein bisschen unterstützen. Genau. Wir sind die nächstbeste Ansprechperson. Wir sind die Ersten, die vor Ort sind. Irgendwie das Licht am Ende des Tunnels, weil es, wie gesagt, eine Ausnahmesituation. Jetzt passt das Auto ist hin, hoffentlich hat sich da keiner wehtan, man ist komplett fertig und dann ist wer da, der einen unterstützt in jeder Hinsicht. Das ist das erste Mal, dass sowas. Ja. Wie froh waren Sie, dass der Polizist gefahren ist? Ja, das war wirklich ein bisschen erleichtert. Ganz nervös, ein bisschen, ja. Also jetzt bereue ich mich nicht. Muss das Fahrzeug gleich abgeschleppt werden?
Ja, gleich abgeschleppt. Es steht nicht wirklich verkehrsgefährdend oder behindernd da. Wir werden es jetzt noch ein Stück zur Seite verschaffen, dass da sicher nichts passiert. Es ist eine beleuchtete Örtlichkeit im Ortsgebiet, in einem Kreuzungsbereich. Und wir werden das zusätzlich noch mit dem Bannenträger absichern. Also es wird passen. Laut Statistik Austria haben sich im Jahr 2012 insgesamt 40.138 Verkehrsunfälle auf Österreichstraßen ereignet. Die meisten davon in Niederösterreich, gefolgt von Oberösterreich und Wien. Gut gemacht. Passt. Der Herr war schon ein bisschen in einen Ausnahmezustand. Also ich kenne den Herrn nicht, aber ich würde meinen, aufgrund seines Gehabes, dass ihm der Vorfall schon ein bisschen mitgenommen hat. Ja. Mit dem Absichern des abgestellten Fahrzeuges ist die Amtshandlung für die Beamten beendet. Die Verkehrspolizisten Roger und Robert bereiten sich auf einen neuen Einsatz vor. Eine im Dienstfahrzeug eingebaute Kamera liefert für die Beamten oft wichtiges Beweismaterial. So auch im Fall dieses Schnellfahrers mit aggressivem Fahrverhalten. Damit er nicht entkommen kann, stoppen die Beamten den Mann im Fließverkehr, um ihm mitzuteilen, dass er folgen soll. 112, 114. Ja, wird eh gerade. Aussteigen, Führerschein, Zulassungsschein. Dem Mann werden die Papiere abgenommen. Er reagiert aggressiv. Sie machen mich nicht nervös. Nein, sicher Robert, nicht. Was hat der jetzt zu Ihnen gesagt? Ja, der ist ein bisschen erbost über die Anhaltung und versteht offensichtlich gar nicht den Grund der Anhaltung und was uns markiert an seinem Vorverhalten. Sie fahren fast die doppelte Geschwindigkeit. Das ist 50 Stundenkilometer erlaubt. Ja? 50 Stundenkilometer sind erlaubt. Die Abfahrt da, das haben Sie ja gesehen, links und rechts steht 50 km/h. Ja, weil meine Frau geht weg und dann habe ich keine Schlüssel. Meine echte Messung mit 89 Stundenkilometer haben wir und am Tag haben wir kurzzeitig gehabt 104 Stundenkilometer sogar, ja, während der Nachfahrt. Was glauben Sie, erwartet Sie jetzt? Weiß ich nicht, vielleicht eine Strafe oder sowas. Das kann sowieso nichts. Wäre das schlimm für Sie, wenn das jetzt 200-300 kostet? Nein, überhaupt nicht, ich bin gewohnt. Die Polizisten werten das Videomaterial aus und legen daraufhin die Strafe für den Schnellfahrer aus Rumänien fest. So, wenn Sie wollen, können Sie an Ort und Stelle was bezahlen, ja? Können Sie bezahlen per Bargeld? Ja, na, geben Sie Bankomat. Mir die Strafe, ich zahle das Montag. Nein, das geht nicht. Das geht nicht? Na? Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Wir sind Polizei und wir haben keine Erlagsscheine mehr, die gibt es schon lange nicht mehr bei uns. Ja? Sie müssen das jetzt wirklich gleich bezahlen. Diese Variante ist die günstigste, die es gibt. Das ist vor Ort erledigt. Das waren 137 Euro an Ort und Stelle. Ja? Sie können bezahlen auch mit einer Kreditkarte oder mit einer Bankomatkarte. Wenn wäre die Strafe 50, 70 Euro, okay, aber 130 zahle ich nicht. Um die Verkehrssicherheit auf Österreichstraßen sicherzustellen, ist die Polizei rund um die Uhr im Einsatz. Während einer Kontrollfahrt werden die Beamten auf ein Fahrzeug aufmerksam, aus dem weißer Rauch austritt. Irgendein Fehler hat er, dass er so einen weißen Rauch rausbläst. Jetzt ist natürlich die Frage, von wo dass er jetzt weggefahren ist. Und der jetzt gerade erst weggefahren ist und das Auto natürlich länger gestanden ist, kann das natürlich auch. Aber dann dürfte er dann nicht so rauchen. Fahren Sie uns bitte nach. Die Beamten vermuten einen schweren Defekt am Fahrzeug. Fahren Sie jeden Tag mit dem Fahrzeug? Ja. Okay. Haben Sie das schon gesehen, dass Sie da hinten... Ich habe das auch gerade gesehen. Gerade? Ja. Deswegen muss ich nächste Woche Service gehen. Ja, da sollten Sie jetzt gleich irgendwas unternehmen. Das Fahrzeug stehen lassen oder da stimmt sicher irgendwas nicht. Ja. Ich weiß, das ist sehr gefährlich mit dem Sollten Sie jetzt so schnell wie möglich... Und so weiter, da hat es sicher was. Die Polizisten bemerken zudem, dass die Vignette abgelöst wurde. Die Vignette ist am Sicherheitsstreifen oben, wenn man die einmal runterlöst, kann man da dann lesen, ungültig. Das sehst du, das kommt langsam da durch. Wenn man das einmal runternimmt, sind die Merkmale, erstens einmal sieht man es von da drinnen, bis der weggebogen ist.
Die Vignette ist runtergenommen worden und auf die neue Windschutzscheibe einfach draufgepickt worden. Haben Sie das gewusst, dass das so ist? Ich hab nicht gewusst. Wenn ich das gewusst hätte, dann gehe ich direkt, dann nehme ich eine andere. Sie haben sehr Glück, dass die Vignette nur abgelöst wurde, aber wenn Sie jetzt eine Folie drauf gehabt hätten, wäre es die doppelte Strafe. Dann wären es statt 120 240 Euro gewesen. Wie gesagt, ich habe das nicht gemacht. Es ist eh neu gewechselt worden. Ja. Also das nächste Mal, wenn Sie eine Windschutzscheibe wechseln, den unteren Abschnitt von der Vignette. Das wechselt plus, man nicht so oft. Ich sag's nur, fürs nächste Mal. Ja. Ich habe eh nicht gewusst. Wenn ich den gewusst unteren hätte, Abschnitt der Vignette mit der Einbaubestätigung kriegen Sie bei jedem Automobilclub eine neue Vignette. Okay. Normalerweise, wenn man die Vignette manipulieren will, dann bieten sie sich meistens irgendeine Folie drauf, sodass sie die Vignette jeden Tag runternehmen können und aufs andere Fahrzeug draufgeben. Und das wäre dann eigentlich die doppelte Strafung vorgesehen. Also bei der Manipulation von der Vignette ist es die Doppelstrafe und so, wenn die Vignette nur ungültig ist, kann halt die normale Mautgebühr zu entrichten. Wie gesagt, zur Werkstatt bitte, gell? Ja, ja, muss ich gehen. Passt, wieder schauen. Dankeschön. Wieder schauen. Verkehrsteilnehmer, die nicht in Österreich gemeldet sind, müssen die verhängte Strafe an Ort und Stelle bezahlen. Ein von den Beamten gestoppter rumänischer Schnellfahrer weigert sich jedoch strikt dagegen. Es geht komplett an die Spitze zur Provokation, das sieht man jetzt bei dieser Amtshandlung da. Es gibt viele solche Leute und das sehen auch die. Das sieht man auch normalerweise nicht im Fernsehen, ja. Zahle ich nicht jetzt die Strafe? Ja, wenn wir jetzt da, sag mal, besser oder schärfer reden, ja, heißt das dann, die Polizei ist ausländerfeindlich, habe ich alles schon gehört. Ja. Das sind wir aber nicht. Ja. Sie haben mir schon wenn es ein österreichischer Staatsbürger ist, mache ich ihm genauso. Ja. Aber in Österreich kann ich das nachschicken, ja, wenn er gemeldet ist. Wenn er einen Hauptwohnsitz in Österreich hat, wurscht von Wien bis Burgenland oder bis Vorarlberg, ist völlig egal. Wir haben auch Übereinkommen mit verschiedenen Staaten. Ja. Aber Rumänien ist eben nicht dabei. Das Ausmaß der Geduld, die man aufwenden sollte, ist durchaus verschieden. Es gibt Leute, die stehen dazu, ganz normal, sag ich mal, wie man es mit einer mitteleuropäischen Erziehung wahrscheinlich vermittelt kriegt. Und dann gibt es Leute wie den Herrn da, der sich dieses Unrecht, das er begangen hat, absolut nicht ein. Wir haben sicher nicht über die Stränge geschossen, sondern sind eher am unteren Limit geblieben mit Organstrafverfügungen. Wir haben ganz redlich, so wie es vorgesehen ist, die Toleranzen abgezogen. Und trotzdem ist es zu viel, trotzdem probiert man zu verhandeln wie auf einem Bazar. Und da steht Polizei drauf und nicht Bazarhändler. Nach einer hitzigen Diskussion ist der Raser schließlich doch bereit, die verordnete Strafe für Schnellfahren zu begleichen und händigt dem Beamten die 137 Euro aus. Für die Polizisten geht damit eine nervenaufreibende Amtshandlung zu Ende. Während einer winterlichen Zivilstreife ertappt das Team der Verkehrspolizei einen Mann, der am Steuer telefoniert. Das Fahrzeug wird angehalten und der Fahrer zur Rede gestellt. Schönen guten Abend, Verkehrspolizei, Zivilstreife, den Führerschein bitte und die Zulassung. Der Anhalt, der Grund ist das Telefonieren. Ja, ich weiß, ich bin angerufen und ich hab gesagt, okay, scheiße. Dann ist was anderes, dann kostet es nur 50 Euro, wenn Sie das gleich zahlen. Ja, kein Problem damit. Hab's telefoniert? Nein, ich hab angekommen und hab gedacht, ich hab ja gewusst, die versteckte Kamera. Ich hab gewusst, es sind zwei Polizisten. Haben Sie das gesagt? Ich hab das gerochen. Ich hab das gerochen? Das gerochen. Wieso riecht man sowas? Naja. Die gute Erfahrung mit Polizei? Ich kann Ihnen da Pfeifel da drinnen zeigen, ich glaub Zähne. Und immer nur in Ui. Ich geb schon das Muster, schon langsam. Ich tu schon verteuern, die Pfeifel. Sie trinken nichts beim Fahren? Ich trinke überhaupt nichts. Nicht nur beim Fahren, ich trinke keinen Alkohol. Da werden Sie irgendwann dehydrieren. Wenn Sie überhaupt nichts trinken. Nein, ich trinke keinen genau, Alkohol. Genau, haben Sie es nicht. Ja. 50er. Na, da bin ich eh gut rausgeschickt mit 50 Euro. Das ist ein schönes Geschenk wieder. Das ist wie Weihnachten. Finden Sie auch, dass das zu wenig ist, oder? Na, wenn Sie wollen. Ich mache auch eine Polizeispende, ich habe kein Problem damit. Na, aber jetzt wird mir immer das Kavaliersdelikt angesehen. Und ich verstehe, mir taten 50 Euro weh. Und die Leute machen das aber nach wie vor, wie wenn es nichts kostet. Glauben Sie, wirklich, ich habe Lust zum Telefonieren, aber die ist bei ihrem Zeiger gegangen, da was auch. Bitte sparen wir die Erklärung. Nein, das ist ja nicht ausgegangen. Nein, nein, ich wollte sagen, Sie haben gar keine Luft. Kurz warten. Jetzt geht's. Das war's, danke. Bitteschön. 0,0. Ich weiß. Hättest du das gleich gesagt? Ja, ich weiß.
Das nächste Mal bei 24 Stunden Raser und Polizisten. Sommerliche Schwerpunktaktion der Verkehrspolizei. Die Beamten kontrollieren Mopeds auf technische Umbauten und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Wie ich mir es gedacht habe, 83 km/h auf dem rollenden Gerät. Weil ab 76 ist das Kennzeichen abgenommen. Und die Beamten ziehen einen stark alkoholisierten Lenker aus dem Verkehr, der mit seinem Fahrverhalten sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringt. Das sind weit über 2 Promille, was das Fahrtestgerät jetzt anzeigt. Das muss man noch auswerten, was der richtige Alkotest dann ergibt. Aber sicher, Sternhagel voll. Außerdem nächtlicher Einsatz für das Unfallkommando. Ein Fußgänger wurde beim Überqueren der Straße angefahren und schwer verletzt. Man sieht gleich, was für Wuchs dahinter ist. Aber man sieht da ein Auto fährt. Auf der Motorhaube ist verteilt. Sie hat Kratzspuren, Wischspuren. Und was der meiste auffällt, ist, dass die Windschutzscheibe ziemlich zerborsten ist.